Dibi, das ist doch eh kein Plan, du hast keine Chance. Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute wieder mit der leitenden Liga. Da haben wir unseren Praktikanten NPL Alex mit dem PP-Deck. Noch in Vollpower, ohne die Adjusted Banliste. Gegen Dimi, Kojiro Yuga und sein Mama-Deck, Magispect the Magician. Ich weiß gerade nicht, ob da auch irgendwas geschwächt wurde. Also die zwei Top-Pendulum-Decks gegeneinander. Mal schauen, wer gewinnt und viel Spaß beim Duell. Wie erwartet, ich hab's geschafft, ich hab gewonnen, ich hab's euch gesagt. Ihr könnt alle einpacken. Also, das war das Duell. Sehr, sehr schnelles, sehr kurzes Duell. NPL Alex und sein Pepedeck haben Dimi einfach weggeklatscht. Er hat einfach gerage quittet und das ist wirklich. Deswegen nennen wir das auch die Leiden der Liga. Das waren die Leiden pur. Aber zum Glück ist Dimi nicht der Einzige, der gegen Pepe leidet. Deswegen wurde Pepe jetzt auch von der Adjusted Banliste getroffen. Also gibt's in Zukunft weniger Leiden. Gute Nachrichten für Dimi. Weniger gute Nachrichten, er ist in der Tabelle heruntergerutscht. Alex jetzt auf dem ersten Platz, gefolgt von Tati und dann haben wir Dimi jetzt auf dem dritten, Chong auf dem vierten und Barisch, GP Kollege auf dem vierten. Aber noch ist alles offen. Ich bin gespannt, wer die Liga gewinnen wird. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder und bis dahin leidet nicht so viel. Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribe unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Ja, leidet nicht.